Hallo Leute und willkommen zurück zu Biomutant. Wir hatten beim letzten Mal unseren Roboter hier abgestellt. Mal sehen. Genau, wir sind jetzt hier. Wir waren vorhin schon hier. Wir haben hier irgendwie noch scheinbar noch 11 Wrackkisten, die wir in diesem ganzen Gebiet in der Todeszone finden können. Deswegen würde ich jetzt mal schauen. Wir waren zuletzt hier unten, dass wir uns vielleicht hier irgendwie so ein bisschen rumarbeiten, dass ich wirklich tatsächlich mal überall nachschauen kann. Dass wir, hupsi, wenigstens... Deine Brust presst sich zusammen. Dass wir wenigstens möglichst viele von diesen, am besten natürlich alle finden. Ein Roboterschritt nach dem anderen. So. Ja, wir schauen einfach mal. Ich weiß noch nicht, ob wir es überhaupt schaffen, tatsächlich alle davon zu finden. Aber gucken werde ich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass man es auch... Also theoretisch kann man den Jumbo-Knäuel ja jetzt schon besiegen, sagten mir diese Personen, die da involviert sind. Ich glaube, Gizmo sagte das. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich natürlich nicht. Aber ich würde mich jetzt einfach mal darauf verlassen, dass das so sein kann. Wie kannst du immer noch leben? Okay, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Bombunker 7C. Der Toxanol-Schriftzug sollte genau dort stehen. Okay. Schauen wir mal. Oh, was ist das? Warum schießen die denn so krass auf mich? Ja, und was ist es vor allem? Okay, noch irgendwo? Nein. Können wir hier absteigen, ohne zu sterben? Licht, ich brauche Licht. Ah, die waren das. Okay, können wir das runterziehen? Nein, können wir nicht. Was haben wir denn hier noch so? In dem Großen sieht man auf jeden Fall viel besser. Die sieht aus, als würden wir sie nicht aufbekommen. Okay, ja, dann würde ich sagen, gehen wir hier tatsächlich einfach... Oh, können wir den Schrank aufmachen? Nein. Dann schauen wir uns doch hier drin mal um. Hier ist schon mal ein Mülleimer, den wir vermutlich schön durchsuchen können, wie immer. Okay, wir haben ein Gesundheitspaket bekommen. Der Toilette können wir dieses Mal nichts machen. Dies könnte der Anfang vom Ende sein. Von allem. Okay, klingt auf jeden Fall vielversprechend. Was haben wir denn hier? Beeren-Ketchup. Ketchup, kein Ketchup, Ketchup. Okay, den Schrank können wir noch öffnen. Das machen wir natürlich auch. Tarnweste? Sieht ziemlich cool aus. Macht, oh, Energieregeneration aber deutlich höher. Schätze ich. Ich weiß nicht genau, wie viel wir vorher hatten. Ja, na, wir nehmen sie erstmal mit. Wir schauen dann mal in Ruhe tatsächlich nach der ganzen Ausrüstung. So, was ist das für ein cooler Automat? Was gibt es denn da? Eine Mündung. Okay, die nehmen wir natürlich auch mit. Das sieht wieder verschlossen aus. Haben wir da noch irgendwas? Nö, dann können wir hoffentlich hier durchgehen. Was genau wir da jetzt aufgebrochen haben, habe ich nicht gesehen. Das sah ein bisschen merkwürdig aus. Okay. Schulter, Schrottpolster. Okay. Bereich abgeschlossen. Überragende Beute. Also das heißt, der Bereich zählt als abgeschlossen, auch wenn man noch gar nicht so richtig alles gefunden hat. Das ist gut zu wissen, aber ein bisschen schade, finde ich. Kampfer. Ich meine, natürlich steht bei dem Bereich auch entsprechend da, dass wir dieses eine Teil finden sollen, so wie eine Art Quest, aber... Okay. So, was ist das denn da für ein Punkt? 1122. Naja, also wir haben auf jeden Fall was gefunden, wenn auch keine Teile für... Oder waren das Teile für den Mekong? Ich schaue gleich mal. Mekong. Mekton. 3 war das, glaube ich. Ach nee, 4. Genau, 4 war es. Okay, das haben wir schon ausgerüstet. Okay, also das sieht grüner aus hier. Ich gehe jetzt einfach mal nach den Farben hier an der Seite, sonst habe ich tatsächlich überhaupt gar keinen... Ich glaube, das hatten wir schon gewechselt. Ich sehe es jetzt auch nicht so richtig, wie es aussieht.
Das hatten wir auf jeden Fall vorher noch nicht. Billobein haben wir ausgerüstet, mehr haben wir nicht. Okay, aber immerhin haben wir was ausgerüstet. So. Dann schauen wir auch tatsächlich nochmal draußen. Klingt das nicht fantastisch, wie er sich bewegt? Ja, klingt schon cool. Oh, da ist schon mal was, was wir noch schießen können. Zielen wäre noch ganz hilfreich. Lass uns nochmal nachladen. Oh, was ist denn da schon wieder? Von allen Seiten kommen sie hier. Okay, wir laden mal nach nebenbei. Das hier können wir wieder aufsaugen. Das machen wir doch sofort. Wobei ich mir jetzt nicht ganz so sicher bin, ob das die richtige Richtung ist, wo wir hingehen können und sollten. Da ist drin. So richtig gut reingucken kann man jetzt nicht. Okay, gehen wir mal eben dahin. Ich wollte ja versuchen, mich hier ein bisschen rechts zu halten. Hier hatte doch irgendwas auf uns geschossen. Genau da. Da ist auch noch irgendwas. Okay, wir treffen ihn tatsächlich jetzt eh nicht, wenn er so weit weg ist. Oder es kommt mir jedenfalls so vor. Perfekter Treffer. Okay, der ist tot. Den Zaun haben wir scheinbar auch ein bisschen mitgetroffen. Oh! Ach, stand ich schon wieder in so einer Pfütze und hab's gar nicht gemerkt. Oh Mann. Das war ein schlechter Punkt zum Pause machen. Mein Fehler. Sieger bleiben in Bewegung. Ah, hier. Okay, naja, gut. Ja, da stand ich scheinbar hier neben Ölpfützenkram drin. Hatten wir die jetzt schon abgeschossen? Hatten wir den da? Nee, beide noch nicht. Dann müssen wir das gerade nochmal nachholen. Kriegen wir natürlich auch hin. Okay, dann kommen wir von her, kommen wir von her. So. Okay, also da links ist das Öl, was wir natürlich. Ja, da was drin, da habe ich schon von der anderen Seite geschaut. So, was haben wir hier noch? Oh, wir können es kaputt machen. Okay. Das wusste ich gar nicht, dass wir Häuser einreißen können. Gut zu wissen. Oh. Was ist da? Ich sehe es nicht so richtig. So. Okay, was graben wir hier aus? Voll cool. MC-Helmkopf. Sieht eigentlich ziemlich gut aus. Nur besser. Ich glaube, den rufen wir direkt mal aus. Was haben wir da noch? Ein Heft. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ziemlich cool. Das wusste ich echt nicht, dass wir hier so Sachen kaputt machen können. Ich glaube, ich muss tatsächlich nochmal alle Häuser kaputt machen. Da gab es ja nicht mal eine Info zu. Ist eigentlich schade. Ich meine, wie würde man das normalerweise rausfinden? Wenn man das noch zufällig probiert hier. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, ob uns das was bringt, nur weil wir das hier alles kaputt machen. Da oben ist eine Brücke. Das sieht aus wie ein kleines Dorf. Ist das das Dorf, wo wir am Anfang waren? Sind wir schon einmal im Kreis gelaufen? Ja, hier waren wir schon. Also Gegner gibt es auf jeden Fall wieder neu, wie es aussieht. Verschlingt die Dunkelheit alles. Da links auch noch was. Können wir die auch kaputt machen, diese Häuser? Ja, die scheinbar nicht. Also diese Stadtteile hier scheinbar nicht. Aber dann gehen wir nochmal dahin, wo wir gerade hergekommen sind. Da sind wir nämlich gerade durch. Nee, da sind wir nicht hergekommen. Nein! Oh nein, jetzt werden wir wieder sterben. Ja.
Also das hier, das wird auf jeden Fall nicht meins. Die Steuerung ist zwar an sich ganz cool, aber das mit dem Springen klappt nicht zuverlässig. Kann auch an mir liegen, will ich nicht abstreiten. Ist es hier gerade aber... Ah ja, okay, jetzt sind wir tatsächlich direkt hier, wo das Haus zum Kaputtmachen ist. Das machen wir natürlich auch nochmal. Ich schaue mal, ob ich hier schon gelootet habe eben. Aber den Weg zur Stadt können wir uns dann natürlich eben gerade sparen. So. Hatten wir hier schon eingesammelt? Ich glaube ja. Sieht auf jeden Fall so aus. Da oben ist noch was zum Abschießen. Das machen wir doch glatt. Hä, ist das schon wieder da? Da drüben ist auch noch was. Können wir das kaputt machen? Das scheinbar nicht. Können wir hier was kaputt machen? Ach so, wir sind schon wieder in diesem Kran. Komm raus. Oh Gott. Oh. Ja, da muss ich echt besser drauf achten. Ich weiß nicht, ob es an mir, meinen Augen liegt. Okay, also diese normalen Häuser können wir scheinbar nicht grundsätzlich alle kaputt machen. Ich weiß jetzt nicht, woher wir wissen, welche wir kaputt machen können und welche nicht. Aber wenn sie so im Stück stehen, geht es scheinbar nicht so als Wand hier. Ich glaube, das gegebenenfalls dann schon. Hier saugen wir erstmal wieder Mansch weg, damit wir hier nicht auch wieder sterben. So, ich würde mal schauen, ob wir das kaputt machen können. Aber es ist schon gelb markiert. Ich fürchte fast, wir müssen hier einmal raus. Und mal so schauen. Hier war doch irgendwie diese Bezeichnung. Ja. Klettern ist gesund. Ah ja, da ist auf jeden Fall auch schon mal wieder kein Problem mit der Atmung offenbar. Oh. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt zwei Waffen. Das finde ich richtig gut. Das ist das erste Mal, dass wir sie so richtig benutzen können, wenn ich mich recht erinnere. Einhändiger Hieb nehmen wir mit. Was ist das noch? Ledermantel, Rumpf. Sieht schlechter aus als unsere aktuell, aber nehmen wir natürlich trotzdem mit. Das sind Plankenreste. Okay, Gesundheitspaket. Ja, wir nehmen natürlich alles mit. Oh, alles. Und vergessen nicht die Hälfte. Kleiner Ladestreifen, Magazin. Okay, zum Basteln. Wir müssen unbedingt mal basteln. Was haben wir denn hier? Bonkhammer mit Hitze. Das sieht ziemlich cool aus tatsächlich. Braucht Stufe 8. Was ist denn Schmettern? Ich kann das jetzt... Sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Ich hoffe, dass er das auch sein wird, wenn wir ihn denn dann mal tragen könnten. Das hier können wir nicht aufmachen. Okay, mehr scheint hier nicht zu sein. Habe ich irgendwo was übersehen? Eine Tür? Die ging, glaube ich, nicht auf. Nee. Ja, sieht so aus, als können wir dann tatsächlich nur wieder hoch. Gleich haben wir wieder Hypoxie-Probleme. Okay. Dann rennen wir mal zurück zu unserem Gefährt. Stampf aus, stampf ein. Okay, aber uns fehlen irgendwie, glaube ich, immer noch Kisten. Also. Waren wir da schon drin? Ist das diese Höhle BC7 irgendwas? 7C, genau. Ja, da waren wir schon. Okay, dann probieren wir einmal diesen Ausstieg hier. Es geht doch nichts über die eigenen Beine. Vielleicht gibt es hier auch wieder so einen Wegpunkt, an dem wir waren oder noch nicht waren. Mal schauen. Nee, hier waren wir noch nicht. Den haben wir uns auf jeden Fall geholt. Das ist schon mal ganz mal gut. Sehen. Wo sind wir denn jetzt? Da. Hier sind ganz schön viele Punkte beieinander. Okay, also wenn wir uns weiter so ein bisschen rechts halten. Bisschen rechts, doppelrechts. Mal schauen, ob wir dann irgendwo ankommen. Auf jeden Fall ein Punkt mehr. Das finde ich schon mal ganz gut. Gab es hier oben eigentlich irgendwas zu holen bei diesen Sachen? Ich habe hier noch gar nicht geguckt gehabt. Also bei gar keinem davon. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hier sind. Da sieht auf jeden Fall auch aus wie ein Außenposten. Der Ankati-Stamm hat ihm vor Ewigkeiten Leben eingehaucht. Okay. Wir holen uns aber auf jeden Fall hier nochmal den. Den habe ich von Weitem gesehen. Dann können wir hier tatsächlich mal hinreisen, wenn wir fertig sind mit unserer Rundreise hier in der Todeszone. Ich muss sagen, so ganz schlau werde ich hieraus nicht. Ich weiß nicht, hier sind Personen offenbar. Was haben wir da? Können wir das
Ah, da sieht der schwarze Teufel von unserer Schulter irgendwie... Oh, nein! Warum zünden wir das an? Das ist jetzt echt blöd. Welt verfinstert. Warum haben wir das getan? Das stand überhaupt nicht dabei, dass ich das machen kann. Oder was ich dann tatsächlich damit mache. Nur weil er da drauf... Ich dachte, wir reden jetzt mit ihm oder so. Das finde ich jetzt echt blöd. Also wirklich blöd. Das wollte ich nicht. Vor allem waren das irgendwie die einzigen Personen, die wir hier seit 100 Jahren gesehen haben. Echt blöd. Das finde ich echt blöd. Das hätte ein bisschen ausführlicher dabei stehen können. Fühlst du dich wie ein Fisch auf dem Trockenen? Naja. Du klingst nicht mehr zu ändern. So, rechts, rechts war das, glaube ich, hier einmal so ganz rum, wenn es hier einen Weg gibt. Schauen wir mal. Also ich würde... Oh, das schaffe ich doch wieder nicht mit dem Springen. Oh, da ist so ein kleines Tier. Kann ich das einfangen? Oh, ich wollte aussteigen und es nicht töten. Kann ich es fangen? Ja, wie gut. Streicheln und behalten, das mag ich. Dafür haben wir Zeit, auch wenn wir ersticken. Dafür haben wir Zeit. Sehr schön. Also wenn ich solche hier finde, dann werde ich auf jeden Fall die einsammeln. Der geht doch hier sonst runter. Okay, wir versuchen das tatsächlich nochmal mit diesem... Jawohl, das erste Mal, dass wir es geschafft haben. Das freut mich. Ohne zu sterben. So, wo sind noch welche? Da sind noch welche. Oh. Haben sie jetzt gekriegt. Das war ein Kuh gab es doch hier gar nicht aufzusaugen. So, lebt hier noch einer? Nein. Okay, dann gehen wir doch mal hier lang. Bestimmt gab es noch mehr Wege, wo man hätte rüberspringen können. Was wir aber nicht gemacht haben, weil ich es nicht gut hinkriege. Ist halt irgendwie ein bisschen blöd, dass man dann gleich so auf gar keinen Fall mehr eine Chance hat, da rauszukommen. Level up, das finde ich gut. So, sind hier noch welche? Da sind noch welche auf jeden Fall. Diese kleine Popelpfütze, die können wir aufsaugen. Das machen wir natürlich auch. Okay, so. Wo kommen wir nun hin? Also diesen Punkt hier, den hole ich jetzt mir auf jeden Fall. Geschlichen. Oh, direkt auf die Leiter gesprungen. Damit wir nämlich nicht nochmal über diesen Abgrund springen müssen. Jede Risikoquelle ausschließen, würde ich sagen. Oh, gibt's hier keinen? Ach so. Schade, ich dachte, es gibt hier auch wieder so einen Reisepunkt. Ich weiß gar nicht, wo wir hier sind. Ist das hier da, wo wir hin müssen? Draußen herrscht jetzt weniger Schwärze. Okay, also ich hätte gedacht, dass wir wo auch immer wir hin müssen. Also Wegpoint. Ah, da vorne. Okay, wer gucken kann. Das hilft auf jeden Fall schon mal. So. Sehr gut. Mal ja. Sehen. Ich dachte, dahin müssen wir auf jeden Fall mit dem Mekton. Genau, das dachte ich mir, dass wir dahin müssen. Da müssen wir wahrscheinlich grundsätzlich durch die Todeszone hier durch. Ja. Also da hinten rein kommen wir so scheinbar nicht. Wir waren ja gerade hier. Ganz rechts gab es nicht. Es ging nur hier rüber. Hier rüber zu springen scheinbar. Jetzt sind wir auf diesem Plateau, wenn ich das hier richtig sehe. Schauen wir mal, ob es hier gleich noch irgendwie vielleicht Teleportationspunkte gibt. Und sonst würde ich vielleicht tatsächlich einmal schauen, dass wir hier einmal unten rum wiederkommen und in der Mitte nochmal suchen. Wobei das hier unten auch alles nach Todeszone aussieht. Und da sind wir, glaube ich, nicht gewesen. Also vielleicht, wenn wir hier unten sind, müssten wir gegebenenfalls nochmal einen Abstecher machen. Todeszone sieht tatsächlich so aus, als wäre das dieses ganze Gebiet. Aber ich hoffe mal, dass wir das dann aufdecken. Also, ja, mal schauen. So. Okay. So, also noch ein kleines Stückchen weiter hier rum. Oh. Ja. Okay, was haben wir denn da? Automatikgewehr? Ist das schon komplett vollständig? Scheinbar. Oder? Aus dem guten Zeug gefertigt. Schmiedeteil, das ist sehr aussagekräftig. Ein Schmiedeteil. So, wir können ja auch Stufe ab hier. Das gucken wir uns doch mal an. Was können wir denn mal? Was wollen wir denn mal? Vitalität, Stärke. Vitalität, Stärke. Agilität, Charisma haben wir jetzt noch nicht so. Ich weiß nicht, feilschen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, wie relevant das noch in dem Spiel sein wird. Nahkampfschaden, Schießen, zwei Waffen ist schon mal ziemlich nice. Vielleicht nehmen wir erstmal Intellekt, Kraft, G.
Okay, dann, ja, ich nehme nochmal Vitalität. Ja, ja, das machen wir. Oh, wir haben noch eine ganze Menge. So, Wung Fu, nee, Talente wollten wir mal schauen. Allgemein, was haben wir denn da? Charmeur. Ja, wird um einen Punkt erhöht, das erscheint mir jetzt noch nicht so viel. Reittiere konnten wir nicht. Panzerung, Zusatzteile für Kleidung und Ausrüstung erhalten eine Rüstungswerterhöhung von 25%. Fernkampfwaffen können 25% mehr Schüsse abgeben, bevor sie nachladen. Das ist ziemlich cool eigentlich. Bewaffnete Angriffe fügen dem Ziel 20% zusätzlichen Schaden zu. Die Waffe deines Roboters fügt 100% mehr Schaden zu. Ist das jetzt mein Roboter im Sinne von Mekton, auf dem wir rumlaufen? Oder diese kleine Grashüpfer-Mechanik, die uns begleitet und Licht macht? Ja, wir nehmen einfach mal das. Das finde ich tatsächlich sehr gut. Okay, so, Aura. Ich glaube, nee, Aura war das Falsche. 5 Dunkel. Biogenetik, schauen wir doch mal. Da haben wir für noch gar nichts Punkte, offenbar. Was ist hier bei den Psy-Kräften? Da haben wir auch nur einen Widerstand verbessern. Ja, Widerstand können wir auf jeden Fall mit den Biopunkten verbessern. Ja, 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 ja. Antistrahlung nehmen wir mal eben und wir nehmen mal Antibio-Gefahr. Ach, wir haben noch einen. Okay, nehmen wir mal Antistrahlung. Ja, das ist ganz gut. Da haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Resistenzen. Das ist, finde ich, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung ist, aber für mich finde ich es tatsächlich ganz gut. Also wir haben auf jeden Fall schon mal hier eine Menge gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich damit alles machen soll. Inventar, ich glaube, das ist gewöhnlich, ungewöhnlich. Ja, also wir können ja mal schauen, was wir hier alles haben zum jetzigen. Oh, das können wir noch nicht anziehen. Ist aber tatsächlich auch gar nicht richtig besser als das, was wir jetzt anhaben. Die Mützen, die sehen schon echt niedlich aus, manche, ne? So, trübe Strickmütze, die ist richtig süß. Der sieht ein bisschen fragwürdig aus. Das ist auch ganz niedlich, aber wir haben scheinbar... was können wir denn für eine Sortierung ändern? Neuester Wert. Nach Wert, das ist eigentlich ganz gut. Zusatzteile von 2 auf 0. Ich weiß nicht genau, was Zusatzteile bedeutet. Untersuchen, verschrotten, rotieren, zurück. Okay, ich glaube, wir können mal anfangen, tatsächlich hier die hässlichen davon zu verschrotten. Das geht mit X. Ja, jedes verschrotten. Bisschen hilft. Jedes bisschen hilft. Die ist ja auch niedlich, aber sie ist einfach irgendwie, also sie hat Crit-Treffer. Ich glaube, wir können diese aber auf jeden Fall noch, auch wenn sie niedlich ist. Das können wir auch verschrotten, Glotz. Ah, die hat auf jeden Fall schon mal viel mehr Crit. Also diese können wir verschrotten, diese auch. Die können wir verschrotten. Ich hoffe, ich mache jetzt hier keinen Fehler. Die ist auf jeden Fall schlechter als das, was wir jetzt anhaben. Okay, das ist schon mal ganz gut. Kopf haben wir ein bisschen sortiert. Linke Schulter, wir können was ausrüsten. Das finde ich gut. Rechte Schulter, da können wir nichts. Haben wir nichts. Rumpf, was haben wir denn hier für Rumpf? Okay, wir haben das da an. Das hat 39 und das hätte nur noch 20. Ist aber scheinbar deutlich Energieregeneration so fett krass hoch. Ist natürlich schon cool. Ist wie die Tarnweste. Also ich glaube, wenn wir die verschrotten, kriegen wir da zwar Teile, aber wenn wir die vielleicht für diese Blätter verkaufen, ist gegebenenfalls besser, wenn wir das bei einem Menschen machen. Dann schauen wir doch mal, ob irgendwas sich jetzt, sage ich mal, lohnt, sich auszurüsten. Können wir das nochmal sortieren? Sortieren nach Wert, okay. Was tragen wir denn jetzt? Wo ist denn das, was ich dachte, das da tragen wir? Okay, vielleicht war das nur irgendwie Fail oder so. Ich weiß es nicht. Ziehen wir mal eben die an. Was hatten wir denn für eine... Warum haben wir denn so eine schlechte Hose an, wenn wir so coole gefunden haben? Die sehen natürlich schon lustig aus, diese enge Hose, so eine weiße. Unsere Füße sind ja manchmal schon ganz schön vogelmäßig, also schon nicht so richtig hübsch. Experiment 1. Ah ja, die hatten wir, glaube ich, an, oder? Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt eine bessere Hose an. Nebenhand, Nahkampf, Fernkampf. Ja, Fernkampfwaffe. Okay. Oh,
Wir wollten noch mal ganz kurz die Haupthand uns anschauen. Das scheint schnelleres Angriffstempo, aber weniger. Das ist elektrisch. Okay, und Fernkampf. Haben wir nur die eine. Okay. Also ich würde sagen, wir sind soweit erstmal ganz gut ausgestattet, was das angeht. Auch wenn wir, ich glaube, wir können noch was herstellen, aber ich weiß nicht genau so richtig, wie das funktioniert, weil hier müssen wir wieder alles auswählen. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge tatsächlich mal. Dann haben wir uns so schon mal ein bisschen geupgradet, wenn auch nicht viel. Ja, dann würde ich tatsächlich diese Folge erstmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.